So, willkommen zurück zu 2-4 verlorene Seelen. Die eine Episode schaue ich noch, aber viel überziehen darf ich nicht, weil sonst verpasse ich meine Serie. Da, ihr seid mir echt viel wichtiger wie meine Serie. Ja, okay. Einmal die Woche schaue ich schon fern. Arrow für die Interessierten. Ich versuche mich nur wieder von dem Spiel abzulenken. Es ist ein Wimmelbild-Spiel. Horror-Thriller? Oder was? Psycho-Thriller. Wir haben in der Nacht ein Paket, einen Brief von unserer Schwester per AliExpress zu. Nehmen wir mal, das mit der Schneehand hier ist. Per Express zugesandt bekommen. Jetzt haben wir erfahren, die ist schon jahrelang tot vor mir, ist der Brief. Wir sind jetzt ins Elternhaus oder ins Haus von unseren Großeltern. Die haben sie gestritten. Die haben sie gestritten, angeblich wegen einem zerdepperten Elefanten, aber unsere Mutter ist auch gestorben und irgendwie reden sie die ganze Zeit miteinander. Die fühlt sich von irgendwas gestört und dann müssen wir es wieder ändern und dann, es ist ein bisschen beängstigend, aber wir werden schon sehen. Was ist mit? Großvater begann in der Werkstatt zu schlafen, nachdem wir an Großmutter wieder einen heftigen Streit nach Mutters Tod hatten. Ich stehe hier und er ist weg für immer. Er war mir immer so viele Jahre so nah. Wir haben so oft miteinander geredet. Wenn ich daran denke, dass er in dieser kalten Hütte schläft, warum habe ich mich so aufgeregt, als er diesen Soldaten gemalt hat. Ich hätte ihm helfen sollen, anstatt mit ihm zu streiten. Ich fühle mich so traurig für meine Großmutter. So habe ich mich bei Hedders Haus gefühlt und fühle mich hier immer noch so. Warum müssen wir immer warten, bis jemand weg ist, um zu erkennen, was wir hatten? Ich glaube, ich das Wasserventil machen. Dieses Emblemchen nicht dann richtig im Wasser sein. Ich muss jetzt zuerst die Kabel enttätern. Was drin zu sein, aber es ist Zeit, es mit bloßen Händen zu nehmen. Schauen wir mal. Oh je. Ach, das ist kein echtes Auge. Ist das Glas? Aber warum ist es hier? Thank you.
Beim zweiten Besuch klappt es dann. Ich habe diese Ritter irgendwann schon mal im Haus gesehen, aber die Reihenfolge war anders. Was passiert, wenn ich hier eine Schüssel mit Milch hinstelle? Das Los ist zu groß, dass das hier ein Schlüssel helfen würde. Hammer wird zwar gegangen. Okay, verschiebe die Päckchen, so dass wir was finden, okay. Ich sehe nichts, aber ich scheine etwas in die Pfütze gefallen zu sein. Mein lieber alter Freund, du hast Wahnvorstellungen. Wir sind über das Wohlergehen deiner Familie genauso besorgt wie du. Du weißt sehr gut, was wir euch gegeben haben. Wenn du uns nicht Elisabeth und alle ihre Kinder sehen lässt, dann müssen wir uns überlegen, ob wir auch künftig noch so gut zu euch sind. Charles Laudius.
Ein Brief von Charles, dem Kopf der Familie Laudius. Er war Großvater adressiert. Er liest sich mir die Briefe aus dem Sanatorium, die ich in Hedders Haus gesehen habe. Aha, okay. Flüstern, es sagt mir Dinge. Dinge, die niemand sonst weiß. Ich habe gerade das Mädchen in dem Fenster im zweiten Stock gesehen. Vielleicht ist sie verloren. Ich werde gehen und nach ihr sehen. Und dann werde ich weggehen. Danach werde ich nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen. Es scheint, als habe ich da immer Billy Mark das gleiche Mädchen gesehen. Vielleicht ist sie also doch real. This is... Okay, jetzt dürfen wir zu Großvater das Gemälde. Hä?
Feste hebt. Cool. Briefe. Ach, das sind die Briefe, die wir jetzt wieder ins Großmutters Zimmer dürfen. Ach. Das ist der Kerzenmechanismus. Diese Kerze holt. Was mich vor allen Dingen nervt, wie soll man denn bei denen großen Wimmeldinger bitte sehr erwürbelt unter einer Minute schaffen? Kugel, für einen Rassel. Kurze Kerze. Hinter dem Umleitungsding, das gibt's aber nicht. Was? Stopp, da wollt ihr hin. Spachtelmasse. Ganz spitze. Ich will aber nie rein.
Yay. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Unsere Mutter hat uns das nie erlaubt. Warum ist ein Spielzimmer auf dieser Etage? So, die fehlende Schiene, genau. So. Um dieses Rätsel kümmern wir uns das nächste Mal. Tschüss.